Backen, Kochen mit Fernsehkoch, seltsam McKenzie. Schokoladentörtchen, erstens für die Törtchen die Kuvertüre racken. Die Butter zusammen der Kuvertüre über dem Wasserbad schmelzen. Die Schokorale 20 Minuten auskühlen lassen. Zweitens den Backofen auf 160, Klammer auf Umluft 140, Klammer zu, vorheizen. Die Eier und das Mehl 7. Das Eiweiß mit dem Handrührgerät schlagen, dabei den Zucker einrieseln lassen. Das Eigelb und das gesiebte Mehl unter die Schokoladenmasse rühren. Den Rest vorsichtig unterheben. Drittens eine Backform mit ca. 20 x 25 cm mit Backpapier auslegen. Der Teig 1 cm hoch einfüllen und 30 Minuten backen. Die Form aus dem Backofen nehmen und die Teigplatte auskühlen lassen. Viertens 16 Kreise mit einem Durchmesser von 5 cm aus dem Teig ausstechen. Jeweils einen Teigkreis mit Himbeerkonfitüre Bestelze und einen zweiten darauf setzen. So 8 Törtchen vorbereiten. Fünftens für die Glasur die Kuvertüre hacken. Die Sahne aufkochen, vom Herd nehmen und die Kuvertüre mit dem Honig darin unter Rührin auflösen. Die Glasur auskühlen lassen, bis sie dickflüssig wird. Die Törtchen damit beträufeln und mit frischen Himbeere dekorieren. Brownies im Kokosmantel. Diese kleinen Schokostückchen sind mit einem HAPS im Mund verschwunden. Sie eignen sich auch prima für einen Kindergeburtstag, dann aber natürlich ohne Likör. So geht's erstens den Backofen auf 180, Klammer auf Umluft 160, Klammer zu, vorheizen. Margarine, Eier und Zucker mit dem Handrührgerät 5 Minuten schaumig rühren. Nacheinander Kakao und Mehl hineinsieben und weiter rühren. Die gemahlenen Mandeln hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Zweitens eine flache Form von ca. 35 x 20 cm mit Backpapier auslegen, den Teig darin verteilen und 30 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen und die Teigplatte auskühlen lassen. Drittens die Teigplatte in Würfel mit ca. 2,5 cm Kantenlänge schneiden. Den Kokoslikör mit dem kalten Kaffee mischen und die Würfel damit beträufeln. Die Kokosflocken auf einen Teller geben und Seebrownies einzeln in den Kokosflocken wälzen. Die Variante Isavarin 3 Eier 90 Gramm Zucker 85 Gramm Butter 75 Gramm Mohn 20 Gramm Kakao 75 Gramm Biskuitbrösel 40 Milliliter Rum 1 Esslöffel Honig Eier trennen. Eiweiß mit 45 Gramm Zucker steif schlagen. Eigelb Butter und 45 Gramm Zucker schaumig rühren. Mohn Kakao und Biskuitbrösel untermischen, Eiweiß unterheben. 8 Savarin-Förmchen fetten Teig einfüllen und bei 180, Klammer auf Umluft 160, Klammer zu, 20 Minuten backen, Rum mit Honig erhitzen. Frischkäsetorte erstens für den Teig die Kuvertüre hacken und über dem Wasserbad schmelzen, Eier trennen, Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen, den Backofen auf 180, Klammer auf Umluft 160, zweitens Eigelb, Zucker und Butter, mit dem Handrührgerät 4 Minuten cremig rühren, Mehl, Kakaopulver, Backpulver, Milch, Gewürze und flüssige Kuvertüre unterrühren, den Eischnee unter den Teig heben, eine Springform fetten, den Teig hineinfüllen und glatt streichen, den Teig auf mittlerer Schiene 50 Minuten backen, aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen. Drittens für die Glasur die Kuvertüre hacken, Milch und Kondensmilch erhitzen und die Schokolade unterrühren darin auflösen. Die Glas, minus 15 Minuten ruhen lassen, bis sie leicht andickt. Den Kuchen mit dem Schokoguss übergießen und kalt werden lassen. Viertens für das Topping die Sahne mit dem Vanillezucker steif schlagen und unter den Frischkäse rühren. Die Passionsfrüchte aufschneiden und das Fruchtmark mit einem Teelöffel herauslösen. Die Torte mit dem Frischkäse-Topping bedecken und mit Passionsfruchtmark verzieren. Biskuitrolle, ein Klassiker zum Sonntagskaffee, hier mal mit dunklem Schokobiskuit, einer frischen Quarkfüllung mit Vanille und der Schokoguss, darf natürlich auch nicht fehlen. 1. Für die Füllung ein Sieb mit einem feinen Küchentuchausleger und den Quark darin eine Stunde abtropfen lassen. Zweitens den Backofen auf 190, Klammer auf 170 Umluft, Klammer zu, vorheizen. Eier drin,
Das Eiweiß mit einigen Tropfen Wasser steif schlagen und kalt stellen. Eigelb und Zucker mit dem Handrührgerät Cremix-Agin und den Zitronenabrieb hinzufügen. Drittens Mehl und Kakao in die Eigelbmasse sieben und untermischen den Eischnee behutsam, unter die Masse heben. Viertens die Biskuitmasse auf ein mit Backpapier belegtes Backblech per glatt streichen und 12 bis 15 Minuten backen. Den Biskuit aus dem Ofen nehmen, mit einem Küchentuch bedecken und vollständig auskühlen lassen. Siebtens für die Glasur, gehackte Kuvertüre und Sahne in einem kleinen Topf erhitzen, bis die Kuvertüre geschmolzen ist. Die Glasur 15 Minuten auskühlen lassen, bis diese leicht andickt, und über den durchgekühlten Kuchen verteilen, Klammer zu, Schokoladentarte. Erstens für den Teig das Mehl 7 Zucker und Eigelb hinzufügen, Klammer auf Junior. Mit der weichen Butter und ein Esslöffel Wasser rasch zu einem Mürbeteig verkneten. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und für 30 Minuten in den Kühlschrank legen. Zweitens den Backofen auf 210 Umluft 190 Klammer zu vorheizen. Die Tartelle 7E-Förmchen mit Butter einpinseln. Die Arbeitsfläche mit Mehl A7 unterstrich streuen und den Mürbeteig dünn ausrollen. Etwa 10 cm große Kreise ausstechen und in die Förmchen drücken. Den übers Kässigenrand mit einem Messer abschneiden. Mit einer Gabel den Teigboden mehrmals einstechen. Drittens die Tartelletteböden 12 Minuten backen, aus dem Ofen nehme Böden auskühlen lassen und aus den Formen lösen. Viertens für die Füllung die Kuvertüre hacken und mit Sahne und Zucker in einem Topf erwärmen, bis die Kuvertüre geschmolzen ist. Die Whisky einrühren und die Masse auf die Mürbeteigböden fertig die Tartelettes eine Stunde kalt stellen. Fünftens vor dem Servieren mit schwarzem Vulkansalz bestreuen. Bis das cremig wird die Füllung, wenn man die Tartelettes vor der Verzehr für 2010 Sekunden in der Mikrowelle ganz leicht erwärmt, so schmeckt es auch iGroßeTarte. Sie können nach diesem Rezept auch eine großdünne Menge reicht für eine Form mit 26 cm Durchmesser. Allerdings sollten Sie zum Backen den Boden der Hülsenfrüchten, Klammer auf Backpapier unterlegen, Klammer zu, die später wieder entfernt belegen, damit der Teig schön gleichmäßig in der Form bleibt. Schokoladenkrumme. So geht's. Erstens die Milch in einem Topf mit Butter und Zucker aufkochen, bis Butter komplett geschmolzen ist. Den Hartweizengrieß einries lassen, dabei ständig mit einem Holzlöffel rühren, damit es keine Klümpchen gibt. Den Grieß bei kleiner Hitze 10 Minuten auf Zuckerherd quellen lassen, dabei immer wieder umrühren. Zweitens die Zartbitterkuvertüre fein hacken, in den heißen Grieß gedeihen und rühren, bis sich die Kuvertüre ganz aufgelöst hat. Den Topf vom Herd nehmen. Drittens den Backofen auf 180, Klammer auf Umluft 160, Klammer zu, vorheizen. Die Eierzellen rasch nacheinander mit einem großen Schneebesen in Grießmasse rühren. Die Zitronenschale abreiben und zu sahen mit dem Vanillezucker unter die Grießmasse mischen. Die mit etwas Butter einfetten, die Masse einfüllen und die Grießkerne 20 Minuten backen. Viertens die gebackene Creme aus dem Ofen nehmen und aus Defts lösen. Die Mandelblättchen in einer beschichteten Pfanne ohne Fett goldbraun rösten und über die Grießcreme streuen. Zutaten für 1 Form 500 ml Milch, 175 Gramm Butter, 80 Gramm Zucker, 150 Gramm Hartweizengrieß, 80 Gramm Zartbitterkuvertüre, 4 Eier, 1 Bio-Zitrone, 2 Esslöffel Vanillezucker, etwas Butter, für die Form 100 Gramm Mandelblättchen. Schokoladenkokostorte. Erstens den Backofen auf 180, Klammer auf Umluft 160, Klammer zu, vorheizen. Das Mehl sieben und mit den Kokosraspeln und dem Zucker in einer Schüssel mischen. Die Butter in einem Topf schmelzen und zur Mehlmischung geben. Alles zu einem Teig verarbeiten. Den Teig 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Zweitens eine Springform mit Backpapier auslegen. Den Teig in die Form drücken und 15 bis 20 Minuten backen. Drittens für den Karamell Zucker, Rübensirup, Butter und Kondensmilch unter ständigem Rühren 10 Minuten bei mittlerer Hitze kochen. Die Speisestärke in ein Esslöffel Wasser auflösen und zum kochenden Karamell geben. Topf vom Herd nehmen und die Masse etwas auskühlen lassen.
Die Karamellfüllung auf den vorgebackenen Teig gießen und die Torte weitere 35 Minuten auf mittlerer Schiene backen. Torte aus dem Ofen nehmen und 3 Stunden kühlen. Viertens, für die Glasur die Kuvertüre hacken. Die Sahne erhitzen und die Kuvertüre darin schmelzen. Die Glasur über den Kuchen gießen und fest werden lassen. Fünftens, die Torte aus der Form lösen und in Stücke schneiden. Schokoladenkokostorte. Erstens, den Backofen auf 180, Klammer auf, Umluft 160, Klammer zu, vorheizen. Das Mehl sieben und mit den Kokosraspeln und dem Zucker in einer Schüssel mischen. Die Butter in einem Topf schmelzen und zur Mehlmischung geben. Alles zu einem Teig verarbeiten. Den Teig 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Zweitens, eine Springform mit Backpapier auslegen. Den Teig in die Form drücken und 15 bis 20 Minuten backen. Drittens, für den Karamell Zuckerrübensirup, Butter und Kondensmilch unter ständigem Rühren 10 Minuten bei mittlerer Hitze kochen. Die Speisestärke in 1 Esslöffel Wasser auflösen und zum kochenden Karamell geben. Topf vom Herd nehmen und die Masse etwas auskühlen lassen. Die Karamellfüllung auf den vorgebackenen Teig gießen und die Torte weitere 35 Minuten auf mittlerer Schiene backen. Torte aus dem Ofen nehmen und 3 Stunden kühlen. Viertens, für die Glasur die Kuvertüre hacken. Die Sahne erhitzen und die Kuvertüre darin schmelzen. Die Glasur über den Kuchen gießen und fest werden lassen. Fünftens, die Torte aus der Form lösen und in Stücke schneiden. Schokoladenkuchen mit Früchten. Erstens, den Backofen auf 180, Klammer auf 160, Umluft, Klammer zu, vorheizen. Die weiße Kuvertüre fein hacken. Butter, Zucker und 350 ml Wasser in einen Topf geben, aufkochen und die gehackte Kuvertüre darin unterrühren, schmelzen. Die Masse vom Herd nehmen. Zweitens, Mehl und Backpulver zur Kuvertüre Masse 7 und unterrühren. Die Eier hineinschlagen und alles zu einem Teig vermengen. Eine Springform fetten, den Teig hineingeben und auf mittlerer Schiene 50 Minuten backen. Den Kuchen aus dem Ofen nehmen und 2 Stunden auskühlen lassen. Für die Creme die weiße Kuvertüre hacken. Sahne und Butter in einem Topf erhitzen, die Kuvertüre dazugeben und in der Flüssigkeit schmelzen. Die Schokoladencreme 2 Stunden im Kühlschrank auskühlen lassen. 3. Die gekühlte Creme aus dem Kühlschrank nehmen und mit dem Handrührgerät auf höchster Stufe 5 Minuten cremig aufschlagen. Den Kuchen aus der Form lösen und die Creme mit einer Palette auf den Kuchen streichen. Viertens, die frischen Beeren unter fließendem Wasser abspülen und trocken tupfen. Beeren auf der Creme verteilen und mit Puderzucker bestreut servieren. Schokoladenkäsekuchen. Erstens, den Quark in einer Schüssel glatt rühren. Butter, Zucker und die Eier mit dem Handrührgerät 3 Minuten cremig rühren und unter den Quark heben. Hartweizengrieß und Backpulver untermischen. Zweitens, den Backofen auf 180, Klammer auf 160, Umluft, Klammer zu, vorheizen. Ein Drittel der Käsekuchenmasse abnehmen und in einer Schüssel mit dem Kakaopulver und der Milch vermengen. Drittens, die Springform fetten, helle und dunkle Teigmasse in die Form geben und mit einer Gabel ein Muster ziehen. Den Kuchen 60 Minuten auf mittlerer Schiene backen, aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen.